Mann, bin ich glücklich von unsympathisch. Let's go. Ich bin's wieder. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt ein neues Video. Ich habe euch im letzten Video darum gebeten, mir eure Beichten mit Beweis zu schicken. Und was soll ich sagen? Wieder? Ich hab mal wieder bitterböse bereut. Bitte hört auf, uns Scheiße zu schicken. Und ich meine jetzt wirklich Scheiße. Nicht diese andere Scheiße. Klar können Dinge Scheiße sein. Ich rede von Scheiße, Mann. Krone auf den Kopf. Luca, damit kennt sich Knossi aus. Dass wir am Ende von diesem Video keinen Aufruf mehr machen für Beichten, damit wir uns das nicht anschauen müssen. Das hinterlässt bleibende Schäden. Also Sascha, entweder drückst du in der Gehaltshöhe oder ich dir eine Anzeige. You have the time. Was für ein Start. Ich bin aber sehr gespannt, was der Rest von euch uns zukommen lassen hat. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Beichte. Let's go. Ich, männlich 18, beichte, dass ich Messi ausgewechselt habe. Da schickt er den Mitspieler. Oh, oh mein Gott! Messi! Jalla, ab mit dir, Dicker! Ab! Nein, Bruder, Auswechslung. Oh, Baby. Er fühlt FIFA zu sehr. Nicht nur, dass ich kein Fußball-YouTuber bin, ich bin schon dreimal nicht FIFA-YouTuber. Aber zum Glück kenne ich ja gewisse Leute, die, naja, in der Weekend League unterwegs sind. Und da können wir gerne mal eine Meinung reinholen. Hallo mein Freund. Messi da vorne ist es nicht. Glaub mir, den besten Spieler, den du da vorne im Sturm spielen lassen kannst, ist... Anton? Die Ära ist zu Ende, Leute. Ich, männlich 28, beichte, dass ich trotz Geldproblem zu einer Domina ging. Was? Und mir für 300 Euro den Arsch versohlen lassen habe. Ich hab gesagt, die Leute sollen Beweise mitschicken. Bitte hab keine Beweise mitgeschickt. Er hat Beweise mitgeschickt. Was kommt dir jetzt, dein roter Arsch? Was schickst du mir zu? An der Stelle muss ich die Beichte abbrechen. Nicht nur, ich würde mir wünschen, dass ich das uns ersparen könnte, aber ich kann es nur noch euch ersparen, weil ich es gerade sehen musste. Ich weiß, durch all die Jahre YouTube hat man das Gefühl, man ist auch ein bisschen befreundet. Digga, wir kennen uns nicht mal. Du schickst mir deinen scheiß Arsch zu, Mann. Ey, Mann, geiler Typ, aber King. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich, männlich 16, beichte, dass ich mehr Sachen geklaut habe, als Sascha... Warum habe ich Kopfhörer auf? Als Sascha echte Haare auf dem Kopf hat. Warum auf Haare? 90er Likes, ein paar Beutel verteilt. Die hat ja eine ganze Baustelle zu Hause. Ey, aber jeder hat so 2-3 Leute im Freundeskreis, die immer alles eingepackt haben. Wenn man abends feiern war, es gab immer diese 2-3 Leute, die alles haben mitgehen lassen. Ich muss fairerweise zugeben, aber bei mir ist es verjährt. Ich hab auch schon mal was geklaut. Also nach dem Sofa halt, ne? Also ich muss sagen, ich habe nur Beihilfe geleistet. Ich habe es nicht geklaut. Ich habe nur geholfen, das Schild abzutreten. Also ein Baustellenschild habe ich noch nie geklaut. Das ist auch asozial und Leute, lasst sowas. Das ist nicht cool. Hört auf damit. Und was macht die Gönnergy-Dose bei den geklauten Sachen mit dabei? Gar nichts kriegst du von mir! 0 Euro kriegst du von mir! Klauen ist nicht gut. Ich, männlich 19, beichte, dass ein Nachbar scheinbar nicht besonders von meiner FC Bayern Fußmatte angetan war. Verstehe ich ja gar nicht. Bayern ist doch ein super Fußballverein. FC Bayern, und deswegen sämtliche Fußmatten aus dem Haus auf meine Fußmatte gelegt hat. Okay, ich hätte jetzt was Schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein. Oder? Ihr hättet doch auch was anderes erwartet vom Nachbarn, oder nicht? Mein Lieber, das kannst du mir jetzt wirklich nicht übel nehmen. Guck doch nochmal deine Fußmatte an. Hinknien, anklopfen und um Einlass betteln. Was ist das für eine Scheiße? Also das kann ja niemals FC Bayern selber verkaufen. Das ist ja der größte Müll, den ich jemals gesehen habe. Das ist ja meine Fußmatte besser. Geh weg, fühle ich aber. Ist eine Lebenseinstellung. Ich, männlich 21, beichte, dass mir jeder Zweite sagt, ich sehe aus wie Trimax. Ja, ein bisschen, aber nicht so krass. Du bist Trimax, nur in schön. Männlich 21, dein größter Vorteil ist, dass du weißt, wie du mit der Glatze aussehen würdest. Also darauf würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall verzichten. Digga. Ist das gottlos. Ich, männlich 20, beichte, dass ich in einem Club in Lorette in einen Becher gepisst habe. Die haben da scheinbar keine Toiletten. Während wir gewartet haben, dass der Club voller wird. Die Toiletten waren dann wahrscheinlich auch voll belegt, oder? Auf dem Becher war ein Affe und wir haben uns gemerkt, dass die Flüssigkeit bis zu den Ohren ging. Naja, eine halbe Stunde später fehlten gut 5 Zentimeter. Ja, mein Gott, das desinfiziert doch. You so fucking precious. Boah, Digga. Boah, da
Das tut weh. Da hat jemand einen richtig großen Schluck genommen. Vital, vitalisieren. Ich, Melli 21, beichte, dass ich Dua Lipa live gesehen habe und ihre Stimme eine Bombe ist. Naja, Schuhe, ihre Stimme, wa? Es ist die Stimme, die ihn so bezirzt hat, die ihn fasziniert hat, ja, die Stimme. Ich glaube, bei Dua Lipa ist nicht nur die Stimme der Bombe. Dua Lipa ist wirklich... Sondern auch die Choreografie! Ja, safe! Das war der schlechteste Joke, den ich seit langem gehört habe. Und ich habe Videos von Lazzo gesehen. Ich beichte, dass ich mir mal von den Finger von meinem betrunkenen Homie in die Nase gesteckt habe. Was? Als er im McDonald's eingeschlafen ist, nachdem er 6 Spicy Chicken Nuggets mit Mayo verspeist hat. Was ist das für eine Geschichte? Alles, was ich hier sehe, ist nicht der Finger in der Nase von dem Homie und der Homie, der geschlafen hat, sondern den Kollegen ganz rechts, der wohl den besten Abend seines Lebens hatte. Er weiß gar nicht mehr, was abgeht. Was? Was? Wie bitte? Bro? Was? Ich bin voll high, Digga. Ich melde 20 beichte, dass meine Kumpels und ich auf dem italienischen Google Street View verewigt wurden. Oh, no way. Oha, aber sogar zensiert. Crazy. Ach so, haben die Aufnahme gemacht. Alles für den perfekten Shot-Chat. Das ist Einsatz. Für die TikTok-Views, für die TikTok-Likes. Jawohl. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Wo war dein Helm? Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Jetzt brauche ich euch alle da draußen. Wir suchen für kommende Videos Weihnachtsgeschenke, die ihr verschenkt an eine spezielle Person und den Grund, warum die Person das Geschenk von euch bekommt. Nochmal kurz zusammengefasst. Weihnachtsgeschenk, Begründung, warum das Weihnachtsgeschenk an die Person. Einfacher, oder? Also, falls ihr da was habt, sendet bitte das an diese E-Mail-Adresse hier. Mhm. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich habe ein schweres Sturmgewehr, ich glaube, das reicht. Bist du der Squad? Gutes, war ein gutes. Hat mich sehr unterhalten. Fand ich sehr unterhaltsam. Ja. Aber bei Sascha eh immer.